Gleich zu Jahresbeginn kommen Survival-Fans voll auf ihre Kosten. Nach dem jüngsten Erfolg rund um Palworld startete am 24. Januar direkt das nächste Spiel des Genres in den Early Access. Doch in Enshrouded geht es um viel mehr als nur das Überleben in einer Fantasy-Spielwelt. Das Projekt des deutschen Entwicklerstudios Keen Games schnappt sich Gameplay-Mechaniken aus Valheim, der Zelda-Reihe sowie Minecraft und mischt die zu einem Survival-Action-RPG. Und das Gute daran, der Plan geht auf. Durch die Vielfältigkeit spricht der Titel etliche Zielgruppen an. Um euch den Spielbeginn zu erleichtern, verraten wir euch 13 Einsteigertipps, womit das Überleben in der gigantischen Spielwelt zum Kinderspiel wird. Die Open World von Enshrouded ist extrem weitläufig. Nach gut 20 Stunden Spielzeit sind wir bei weitem noch nicht an allen Orten gewesen. Schließlich gibt's neben der Oberwelt auch noch Verstecke unterhalb der Erdoberfläche. Auf unseren Entdeckungstouren entdecken wir einerseits sogenannte Warten, um Schnellreisepunkte freizuschalten, oder aber wir bauen Flammenaltäre an günstig gelegenen Arealen. Zu denen reisen wir auf Wunsch ebenfalls ganz einfach per Tastendruck. Um die Altäre zu erstellen, benötigen wir lediglich ein paar Steine. Aber aufgepasst, es gibt eine Obergrenze an platzierbaren Schnellreisepunkten. Werten wir unsere Heimatbasis auf, erhöhen wir die Anzahl allerdings nach und nach. Durch das Gadget kommen wir deutlich problemloser und vor allem schneller an weit entfernte Orte, was uns das Leben ziemlich erleichtert. Recht schnell nach Spielbeginn bekommen wir auf unserer Karte außerdem den Standort von einigen Verbündeten markiert. Auch die sind wichtig für ein erfolgreiches Gelingen. Schließlich schalten wir durch erledigte Aufträge für die NPCs etliche neue Rezepte frei. Eine frühe Mission lässt uns nach Oswald Anders, einem Schmied, suchen. Außerdem gibt's noch eine Jägerin, eine Bäuerin, einen Schreiner und einen Alchemisten zu finden. Alle haben unterschiedliche Hilfsmittel für uns, die wir nach und nach herstellen können. Besagter Schmied benötigt beispielsweise eine Werkbank, um unsere Waffen und Werkzeuge zu reparieren. Außerdem craften wir dort nützliches Zeug für unsere Reisen und um unser Lager auszubauen. Die Suche nach den Verbündeten ist immer nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Erstmal reisen wir zu auf der Map markierten Krypten, in denen unsere 5 Helfer zurückgeblieben sind. Danach lösen wir mal mehr, mal weniger anspruchsvolle Rätsel, um den Weg zu den NPCs freizumachen. Haben wir sie gefunden, geht's per Schnellreise zurück in die Basis. Da müssen wir sie lediglich in den eigenen 4 Wänden platzieren. Ab diesem Zeitpunkt stehen sie uns mit Rat und Tat zur Seite und agieren ebenfalls als Questgeber. Zwei extrem wichtige Hilfsmittel können wir ohne die Unterstützung des Schmieds beispielsweise nicht anfertigen. Neben der Schnellreise gibt es noch eine andere Art und Weise, schneller von A nach B zu kommen. Gerade das Startbiom ist äußerst hügelig. Von den Anhöhen lässt es sich wunderbar mit einem Gleiter abspringen und über die abwechslungsreichen Landschaften hinwegsegeln. Wir sparen dabei nicht nur Zeit, sondern meiden auch schädliche Miasmagebiete und Umwege aufgrund von steilen Abhängen. Einen Greifhaken sollten wir ebenfalls relativ zügig craften. Durch den krallen wir uns an festgelegten Punkten fest und ziehen oder schwingen uns an ansonsten unerreichbare Orte. Überall kommen wir mit dem Gadget also nicht nach oben, trotzdem ist es essentiell wichtig, um geheime Wege zu erreichen. Um den Greifhaken anzufertigen, benötigen wir Garn, Miasmasporen und Metallschrott. Für den Gleiter braucht es zusätzlich noch Tierfelle sowie Miasmaholz. Sporen erhalten wir nach dem Besiegen von bestimmten Wesen, Holz gibt's durch das Fällen von Bäumen, beides allerdings ausschließlich in den Miasma-Gebieten. Im gleichen Atemzug müssen wir über einen ziemlich nervigen Aspekt von Enshrouded sprechen. Der Ausdauerverbrauch ist zu Spielbeginn sehr hoch. Unsere Figur gerät bei beinahe allen Tätigkeiten extrem fix außer Atem. Auch beim Gleiten und bei Greifhakenaktionen verbrauchen wir ordentlich Energie. Wer nicht direkt in den Game Over Screen stürzen möchte, sollte rechtzeitig Fähigkeitspunkte in die Ausdauer investieren. Mit einem Schluck Wasser können wir die Leiste zwar wieder auffüllen und auch ausruhen hilft für einen kurzzeitigen Schub, aber langfristig lässt sich unser Lungenvolumen nur mit Fähigkeitspunkten verbessern. Und das lohnt sich definitiv.
Wenn wir die Spielwelt erkunden oder bestimmte Quests von unseren Verbündeten annehmen, sollten wir uns vorsichtig vorantasten. In Enshrouded erkennen wir auf den ersten Blick nicht, in welchen Gebieten die Gegner zu stark für uns sind. Erst sobald die Wesen vor uns stehen und ihr Level angezeigt wird, können wir unsere Chancen einschätzen. Einige Feinde, die 2 Stufen über uns thronen, töten uns hin und wieder mit einem Angriff. Es kann also passieren, dass wir schneller den Löffel abgeben, als uns lieb ist. Manchen Widersachern gehen wir daher besser aus dem Weg. Aber das Kämpfen gegen die vermeintlich dickeren Brocken lohnt sich. Der Loot ist immer ans Level des Gebiets gekoppelt, was bedeutet, dass wir aus bestimmten Arealen besseres Zeug mit nach Hause bringen. Es kann sich also auszahlen, zwischendurch mehr Risiko einzugehen. Ein gewisser Anhaltspunkt beim Annehmen der Aufträge wäre trotzdem wünschenswert. Solltet ihr merken, dass euch ein Abschnitt doch noch ein bisschen überfordert oder ihr keinen Ausweg aus der Miasma-Hölle findet, gibt's einen relativ simplen, wenn auch uncharmanten Trick, um blitzschnell aus der Gefahrenzone zu gelangen und zwar zurück zum Hauptmenü springen. Das hört sich zwar nach einer feigen Nummer an, erspart uns aber den Verlust einiger Items aus dem Rucksack. In den Miasma-Zonen überleben wir nur wenige Minuten und meistens sind diese Gebiete in Tälern gelegen. Eine schnelle Flucht entpuppt sich deswegen als schwierig. Sobald wir das Spiel nach Beendigung neu starten, spawnen wir mit allen Gegenständen im Gepäck in unserer Basis. Beim Tod müssen wir dagegen erneut den Weg auf uns nehmen und unseren Grabstein an der Stelle des Ablebens plündern, um unser Inventar wieder aufzuklauben. What is it this time? Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Verbündeten. Schließlich sind die NPCs unsere Questgeber. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, dass wir zu einem Zeitpunkt nichts zu tun haben, denn die 5 Jungs und Mädels geben uns Aufträge am laufenden Band. Wenn euch bestimmte Missionen nicht ansprechen, erledigt ganz einfach eine andere. Sobald ihr einen gewissen Fortschritt erzielt und zurück zum Lager kommt, bieten die Verbündeten euch bereits neue Herausforderungen. Wir stochern zwar ein bisschen im Dunkeln, da vorher nicht angekündigt wird, wie wir manche Features freischalten, als sinnvoll stellt es sich am Ende schon heraus, die Quests abzuklappern. Schließlich gibt's dabei immer wieder neue Rezepte. Nicht nur für Gleiter und Greifhaken benötigen wir übrigens Metallschrott, sondern auch für viele andere Dinge. Auf den ersten Blick ist das Zeug im Reich Embervale aber ziemlich rar gesät. Am einfachsten lässt sich die Ressource bei bestimmten Gegnertypen farmen. Nachdem alle unsere Feinde keinen Namen tragen, erschwert das allerdings die Suche. Im Startbiom gibt's einige Dörfer wie Rotfels, in denen wir gepanzerte Kreaturen finden. Die erledigen wir und erhalten dadurch den kostbaren Metallschrott. Vor den Fernangriffen der Widersacher müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, die restlichen Krieger stellen aber keine großen Probleme dar. Nicht nur für den Ausbau der Basis ist das Zeug hilfreich, sondern auch für Waffenherstellung und Verbesserungen. Mit ein bisschen Glück lässt sich Metallschrott aber auch in Kisten und anderen Verstecken finden. Bisher haben wir euch viele Tipps zur Fortbewegung und dem Finden von Loot gegeben. Nachdem es in Enshrouded auch vermehrt um Kämpfe geht, können wir sagen, dass Fernkampfangriffe ziemlich mächtig sind. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet halten wir die Gegner auf Distanz und vermeiden Treffer aus nächster Nähe. Noch eine Stufe mächtiger als der Bogen sind verschiedene Zauberstäbe. Selbst ohne Magie-Upgrades im Fertigkeitenbaum ziehen die Angriffe bei den Feinden ordentlich Lebenspunkte ab. Wir können deren Schüsse und Hiebe zwar nicht mehr mit einem Schild blocken, doch Feuerbälle und Eisbolzen erledigen viele Kreaturen im Handumdrehen. Doch einen Nachteil gibt es. Die Beschaffung der Materialien ist deutlich aufwendiger, als sich Pfeile zu basteln. Wer einen noch durchschlagskräftigeren Zauberstab sein eigen nennen will, kann natürlich die Fertigkeiten der Magierrolle zusätzlich aufleveln. Dadurch kommen aber andere Fähigkeiten, wie beispielsweise das Aufwerten der Ausdauer, zu kurz. Wir müssen also sorgsam abwägen. In der Spielwelt gibt's außerdem etliche geheime Orte, die wir auf den ersten Blick zu Spielbeginn noch nicht erreichen können. Doch einige Verstecke lassen sich auf dem simpelsten Wege überhaupt betreten. Häufig finden wir Häuser mit verschlossenen Türen vor. Um das Schloss zu knacken, benötigen wir Dietrich. Allerdings kostet die Herstellung uns wiederum Metallschrott. Haben wir davon nichts im Rucksack, schnappen wir uns ganz einfach eine Spitzhacke und zimmern so lange auf die Wand, bis die dann einstürzt. Schon sind wir in den 4 Wänden und beanspruchen den guten Loot für uns.
Besitzen wir explosive Schwarzpulverkugeln, sprengen wir sogar gewaltige Löcher mit einem fetzigen Rums in Gebäude und Felsen. Wer braucht schon Dietriche? Nachdem Enshrouded eine Koop-Erfahrung für bis zu 16 Spieler bietet, stehen die Chancen recht gut, dass sich nicht alle auf der gleichen Stufe befinden. Um die Überlebenden mit einem niedrigen Level zu bestimmten Orten zu bringen, können wir ebenfalls einen guten Trick empfehlen. Bis unsere Freunde die nötigen Ressourcen für den Greifhaken besitzen, buddeln wir für sie einen Weg in unerreichbare Gefilde. Wir können schließlich mit einer Spitzhacke in den Boden kloppen und metertiefe Tunnel graben. Das ist zwar aufwendig, doch solange uns die Möglichkeit zur Verfügung steht, auch manchmal die schnellere Variante, als Materialien für den Greifhaken zu suchen. Habt ihr unseren Tipp befolgt und alle Verbündeten im Lager, lohnt sich definitiv auch der nächste Tipp. Es gibt normale Truhen in unterschiedlichen Größen. Die sind zwar praktisch, doch ein bisschen umständlich ist es, dass wir die darin gelagerten Materialien immer per Hand rauspicken müssen, um sie in unseren Rucksack zu verfrachten. Daher solltet ihr so schnell es geht magische Kisten herstellen. Denn auf deren Inhalt greifen wir in unserem kompletten Heimatgebiet zu. Bedeutet, wir sparen uns lästiges Hin- und Hergeräume. Um die magische Truhe zu bauen, benötigen wir jedoch den Schmied, den Alchemisten und den Schreiner. Mit etwas Glück finden wir auf unseren ersten Reisen Miasma-Seelen, dann ist zumindest der Alchemist erstmal überflüssig. Für die Verzauberung der Truhe sind die nämlich unabdingbar. Auch in unserem letzten Vorschlag braucht es unbedingt den Schreiner. Enshrouded setzt den Fokus zwar nicht wirklich auf den Ausbau des eigenen Lagers, aber für Fans von Survival-Spielen gehört das Werkeln in den eigenen vier Wänden halt einfach dazu. Sind die Möglichkeiten zu Spielbeginn noch sehr rudimentär, bietet der Schreiner eine ziemlich große Auswahl an Bau- und Dekorationsgegenständen. Dank der Voxeltechnik erstellen wir mit ein bisschen Übung schicke Gebäude ganz nach unseren Wünschen. Vor allem Schönbauer kommen dabei voll auf ihre Kosten. Die Krypta des Schreiners ist nach der ersten Basisverbesserung auf der Karte markiert und befindet sich im Osten des Startgebiets. Wie bei den anderen Verbündeten müssen wir ihn zuerst finden und im Anschluss in unserem Lager platzieren. Und das war's auch schon. Seit dem 24. Januar kann in der Early Access Version von Enshrouded überlebt, gecraftet und gebaut werden. Die Spielwelt ist gigantisch und bietet bereits vor dem finalen Release eine tolle Abwechslung. Auch nachdem ihr die ersten Spielstunden erfolgreich überstanden habt, wird es nicht langweilig. Unsere Tipps haben euch vielleicht den Start vereinfacht, doch die dicken Klopper, die müsst ihr dann aber auch selbst besiegen.